Eck öffnet seinen Verkaufsstand. Er hat frische Ware aus dem Rheinland erhalten. 600 Nordmantan. Mindestens 100 davon will er heute verkaufen. Für Stefan Beck läuft der Countdown. Wir sind meistens so 3 Tage vor dem Heiligen Abend mit den Bäumen fertig, sodass wir eigentlich dann schon wieder wegräumen können. Ja, und die Spätzünder, die müssen halt dann schauen, wo es noch einen schönen Baum gibt. Seit 20 Jahren verkauft Stefan Beck Weihnachtsbäume. Heute hilft fast Schwiegersohn Max. Die Kunden wollen jedes Jahr dasselbe. Also, einen wie jedes Jahr. So, gute 2 Meter. Gute 2 Meter. Schmal. Etwas schmal, ja. Richtig, und nicht ganz so voll, ne? Und nicht ganz so voll, richtig, ja. Sie wissen es. Wir bräuchten einen Christbaum, klar. Etwas größer als normal. Ja, so ein bisschen so. Schön voll, ja, dicht. Genau. Ja. Was ist für Sie wichtig? Du musst so ausschauen wie jedes Jahr. Ja. Wir haben seit 20 Jahren immer den gleichen Christbaum. Wenn du uns die Fotos anschaust. Nee, der braucht eine schöne Spitze. Geht Weihnachten, dann siehst du, dass selbst die Kugeln hängen am gleichen Platz. Ja. Alle Jahre wieder die Suche nach dem besten Weihnachtsbaum. Ob groß, ob klein, alle haben genaue Vorstellungen, wie er aussehen muss. Der perfekte Baum. Manchmal dauert die Suche etwas länger. Vor allem, wenn man etwas zu genaue Vorstellungen hat, so wie Lucia und Michael Gräf. Aber bei 600 Bäumen sollte der Richtige dabei sein. So. Ach, Sie brauchen auf einer Seite keine Zweige? Nein. Wir brauchen, wie alle Leute, den perfekten Christbaum. Vielleicht so 2,20, 2,40. Ohne irgendwie so kahle Stellen. Ja, aber der schaut wirklich gut aus. Schön rund, grün, symmetrische Form. Das ist er, oder? Ich glaube auch. Sehr gut. Der ist super. Wir nehmen ihn. Das passt. Super. Das ging ja ratzfatz. Doch manchmal ist selbst der erfahrenste Verkäufer ratlos. Manche brauchen einen, der wo hinten am liebsten keine Äste hat, weil er direkt an die Wand muss, weil sonst geht er zu weit ins Zimmer rein. Das ist natürlich nicht machbar, ne, weil sonst kippt er ja um. Aber solche Sachen kommen auch vor. Bleibt die zentrale Frage, wer setzt sich durch beim Baumkauf? Ach, ich würde sagen, wir bleiben bei dem. Ist ja klar. Wir bleiben bei dem. Ja? Wir bleiben bei dem, den wir da angeschaut haben. Hallo. Wie kann man Ihnen helfen, was brauchen Sie? Ja, den da drüben. Den da drüben, okay. Haben wir schon ausgesucht. Haben Sie schon ausgesucht? Stefan Beck weiß, die Rollen sind klar verteilt. Der Mann ist dafür da, den Baum reinzutragen, in den Ständer zu tun und dann eventuell noch die Lichterkette anzubringen. Und dann geht normalerweise der Mann und dann kommt die Frau dran. Und daher muss die Optik der Frau entsprechen. Wenn die Frau nicht dabei ist. Wenn die Frau nicht dabei ist, ja, dann gibt es zu Hause Ärger. Ne? Kann ich Ihnen sagen. Ich zoll nicht halt bloß. Ja, ich gebe halt immer nach. Und unser Baumverkäufer, auch Stefan Beck, ist keine Ausnahme. Bei mir läuft es so ab wie bei jedem zu Hause. Bei mir entscheidet auch die Frau. 16 Uhr. 9 Stunden standen sie in der Kälte. Nur 80 Bäume haben sie heute verkauft. Bleiben noch ein paar hundert. Aber bis Heiligabend ist ja noch ein wenig Zeit. Auch dem Stuttgarter High Society-Ehepaar Jörg und Isabel Ricciardi, er 52, sie 23, läuft so langsam die Zeit davon. Noch keine Geschenke. Hier besonders schwer, denn arme Reiche, alle haben schon alles. Bei der Familie fällt es mir nicht so schwer, weil da weiß ich einfach immer wieder, was sie sich übers Jahr wünschen. Und das geht einigermaßen. Partner, muss ich sagen, wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Aber Großverdiener haben andere Möglichkeiten, ihr Geschenkproblem zu lösen. Die Ricciardis gehen shoppen. Aber wie? Die Limousine samt Fahrer hat ein Edelkaufhaus geschickt. Ein besonderer Service für die besten Kunden. Auch mal schön, wenn man sich um nichts kümmern muss. Man weiß auch um Weihnachten keine Parkplatzsuche. Die Bodenhaftung hätten sie nicht verloren, sagen die Ricciardis über sich selbst. Er ist Rechtsanwalt, sie leitet ihre eigene Eventagentur. Die beiden genießen es, hofiert zu werden, und sie sind bereit, dafür zu zahlen. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen.
Willkommen bei uns. Michaela Videra ist persönliche Einkaufsberaterin im Edelkaufhaus. Sie führt die Richardis in eine separate Kundenlounge. Sehr gerne. Vielen Dank. Extra für die Richardis wurden Geschenkideen zusammengestellt. Jedes Teil ein Hingucker. Wer hier einkauft, verlangt Markenprodukte. No-Name-Artikel sind No-Go. Was teuer ist, gefällt und was gefällt, ist teuer. Spontan bin ich gerade direkt bei dem Armband hier hängen geblieben. Ein Armband für 600 Euro. Eigentlich sollte sie gar nicht wissen, was es kostet. Was wir teilweise auch machen, wenn jetzt so die Herren zum Beispiel sagen, okay, ich schenke meiner Frau einen Shopping-Tag, machen Sie bitte die Preise weg. Sie soll sich das aussuchen, was ihr gefällt und alles andere erledigen wir dann ganz diskret. Dann sind natürlich die Etiketten auch weg. Ich habe mein Weihnachtsgeschenk gefunden. Ich möchte genau das. Ich habe auf Durchzug geschaut. Im Schnitt gibt jeder Deutsche zu Weihnachten 285 Euro für Geschenke aus. Wer aber so einkaufen geht wie die beiden, der landet am Ende ganz schnell mal bei 10.000 Euro. Oder mehr. Die Richardis haben sich keine feste Grenze gesetzt, aber noch ist kein passendes Weihnachtsgeschenk gefunden. Die Kaufhaustour geht weiter und wir werden dabei sein. Auch der Flughafen Frankfurt ist längst im Weihnachtsmodus. Hier landen in diesen Tagen viele Touristen, die vom Christmas Power Shopping im Ausland zurückkommen. Die Koffer sind oft deutlich voller als vor der Reise. Für den Inhalt interessieren sich die Zollmitarbeiter Daniela Wahl und Pascal Gusson. Hallo, zwei Kontrolle, einmal Ihren Pass. Wer zu viel einführt, der bekommt Ärger. Wir nehmen das alles sehr genau unter die Lupe und schauen, ob die Zollfreimenge eingehalten wurde. Sollte das Ganze übersteigen, dann müssen wir halt Steuern erheben. Waren im Wert von bis zu 430 Euro pro Person sind abgabefrei. Doch bei den vielen günstigen Auslandsschnäppchen übertreffen einige leicht die Obergrenze. Diese Frau kommt gerade aus New York zurück. Zollinspektorin Daniela Wahl interessiert sich besonders für das Tablet. Kommt es aus Amerika, muss es versteuert werden. Serienummer hier in Deutsch. Gut, das passt. Ist aus Deutschland, kann man halt das Seriennummer feststellen. Dann würde ich gerne noch mal in den kleinen Koffer schauen, bitte. Besonders Elektronikartikel und Kleidung bringen Touristen gern kurz vor Weihnachten mit nach Hause. Ob es sich dabei um ein Geschenk handelt, ist dem Zoll völlig egal. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Jeder muss das versteuern, was er mitbringt. Da ist es egal, wem das gehört, solange die Person das bei sich trägt. Woher kommen Sie jetzt? Dieses Ehepaar kommt ebenfalls gerade zurück von einer New York-Reise. Privat. Was haben Sie denn so alles gekauft? Für meine Kinder. Kinderklamotten. So das Typische. Haben Sie Quittungen dabei erstmal? Ja. Haben Sie die alle gesammelt irgendwo? Ja. Dann würde ich mir die erstmal anschauen, bevor ich ins Gepäck komme. Ich weiß nicht, ob in dem oder in dem. Ich schaue, ob sie über der Freimenge ist. Sie hat eine Freimenge von 430 Euro. Ich rechne jetzt die US-Dollar zusammen. Rechnen den Betrag in Euro um nach unserem Monatskurs und wenn sie über 430 Euro ist, muss sie noch die Steuern dafür zahlen. Meine Frau hat ausgesucht, was sie ausgesucht hat und wir werden jetzt das Ergebnis sehen. Genau. Und sie zittern noch ein bisschen, ob es reicht, hä? Nee, das Zittern ist nicht. Im Grunde in dem Moment fertig gewesen, als wir nichts mehr mit Kreditkarte einkaufen konnten. Doch das Ehepaar hat Glück und richtig gerechnet. Der Warenwert liegt unter der Grenze. Gerade zur Weihnachtszeit gibt sich der Zoll streng. Da kann so manches Geschenk am Ende zu einer bösen Überraschung werden. Auch auf dem Kölner Weihnachtsmarkt wird jetzt verstärkt kontrolliert. Einstimmen aufs Fest mit Glühwein und Leckereien. Rund 4 Millionen Menschen tummeln sich zur Adventszeit auf den Weihnachtsmärkten der Stadt. Der Markt lockt Besucher aus ganz Deutschland. Nur die Polizei, die ist nicht zum Spaß hier. Na? Na? Herr Polizist. Alles gut? Geht's Ihnen gut? Ja. Wenn es Ihnen gut geht, geht's mir auch gut. Geht's gut. Das sehe ich. Jörg Kallis und Guido Dick gehen an diesem Wochenende Streife. Auf dem Markt sind rund 20 Beamte und zivile Fahnder im Einsatz. Denn nicht alle kommen mit guten Absichten. Taschendiebe lieben Weihnachtsmärkte. Das wissen schon die Kleinsten. Ich weiß auch, warum hier auf dem Weihnachtsmarkt Polizisten sind. Ja, falls da Einbrecher sind, ne? Ja, Einbrecher jetzt nicht unbedingt, ja, ne? Aber wenn hier Taschendiebe unterwegs sind, ne? Wenn die anderen Leute die Taschen aufmachen bzw. die Portemonnaies klauen, dann müssen wir halt auch mal drauf gucken. Manche scheinen allzu unvorsichtig, doch da wacht Jörg Kallis, der Freund und Helfer. Hey. Weil ich hatte nur gesehen, dass die auf ist und dann ist ihr Geld weg. Ja. Nein. Dann macht es keinen Spaß mehr am Weihnachtsmarkt, wenn sie nichts kaufen können. Aber super. Danke. Bitte, tschüss. Wo die meisten halten ihre Handtaschen ja tatsächlich
Präsenz zeigen heißt das Konzept der Polizei in Köln. Da, wo wir sind, wird nicht geklaut. Das ist definitiv so. Nur leider sind wir nicht überall. Aber wenn Sie ein Dieb wären, würden Sie auch nicht klauen, wenn Sie neben uns stehen. Ist so. Oder wenn wir neben Ihnen an der Ampel stehen, machen Sie auch keinen Scheiß. Also die Uniform schreckt schon ab. Es ist ein sehr ruhiger Nachmittag. Dann ein kleiner Zwist unter Besuchern. Ich würde ganz gerne mal Ihren Ausweis sehen. Der Passant wurde angerempelt und reagierte sauer. Er wirft dem Drängler seine Sahnewaffel hinterher, trifft aber den Falschen. Die Beamten überprüfen erstmal die Personalien. Der Sahnewerfer entschuldigt sich. Der Getroffene nimmt's gelassen. Es bleibt bei einer Ermahnung. Trotzdem, auch wenn man angerempelt wird, ne? Sich selbst ein bisschen zusammenreißen, sonst macht das nicht besser. Wir haben den überprüft, gegen den liegt nichts vor. Er hat das demjenigen, der sich die Klamotten versaut hat, bezahlt, die Reinigung. Damit ist das erledigt. O Tannenbaum, O Tannenbaum, jetzt bist du dran. Weihnachten ist Erntezeit. In ganz Deutschland werden rund 29 Millionen Bäume gefällt. Die Wohnzimmer warten schon. Diese Plantage bei Overath in der Nähe von Köln gehört ihm, Meinold Müterich. Er ist Baumbauer. Sein Verkaufsschlager? Natürlich die Nordmann-Tanne. Die piekst nicht und nadelt kaum. Aber wer denkt, eine perfekte deutsche Nordmann-Weihnachtstanne wachse einfach so, der irrt gewaltig. Die Nordmann-Tanne tendiert ja dazu, lange Hälse zu machen. Ich sag mal, oben im oberen Bereich sehr kahl zu werden. Jedes Frühjahr bearbeiten wir die Weihnachtsbäume und die mit einer Zange, damit der oberste Trieb nicht zu viel Nährstoffe kriegt. Hier kann man es sogar noch besser sehen, hier ist sogar vernarbt. Hier davor das Jahr, hier. Hier, hier wieder, hier. Und das machen überwiegend auch unsere Frauen, weil die haben da mehr Gefühl bei. Die Männer, die drücken die Zange und dann ist die Spitze hin. Von wie vielen Bäumen reden wir da jedes Jahr? Die da, ja, das sind einige Tausend. Einige Tausend. Einige Hunderttausend wohl eher, oder? Ja, 100. Machen Sie nicht so viel. Wie viele Tannen er genau verkauft, das will er uns nicht verraten. Auch der Weihnachtsmann muss Steuern zahlen. Jetzt in den 6 Wochen vor Weihnachten macht Müterich seinen Jahresumsatz klar. Tausende Bäume werden pro Tag für den Abtransport fertig gemacht. Brauchst du die 1000 Bäume eigentlich noch? Rund 25 Saisonarbeiter stellt er dafür ein. Leistungssport für die jungen Rumänen. Wie schwer ist so ein Christbaum? Ja, 30 bis 40 Kilo. Wie viel schleppen Sie da am Tag? Tausende. Da weiß man, was man abends getan hat. Ja. Abends brauchst du nur essen, duschen und schlafen. 200.000 Bäume pflanzt Meinold Müterich jedes Jahr. Rund 70 Hektar groß ist seine Anbaufläche bei Overath im Rheinland. Müterich zieht die Bäume im eigenen Gewächshaus, bevor sie aufs Feld